Da ist das Ding! Da ist das Ding! Das ist also die Kugel, die die Kraft der Geister bündelt. Ah, wir haben's. Teleportationsorb genommen. Wir haben ihn. Lass uns schnell zurückgehen. Sue hat das Warten bestimmt schon satt. Justin, ich frage mich, ob wir mit unseren Abenteuern so weitermachen sollten. Wie meinst du das? Es wird nicht immer ein Arzt wie Dr. Alma da sein. Selbst wenn es uns gelingt, das Meer der Nixen zu überqueren, warten weitere Gefahren auf uns. Wenn zu was passiert. Schon in Ordnung, Fena. Justin versteht das schon. Ja, recht hat sie ja. Recht hat sie, das Schatzi. Ja. Es ist nicht immer ein Arzt zur Verfügung, das stimmt wohl. Und ja, ist die große Preisfrage, ob sie so weitermachen können. So, was hat jetzt mit den Dingern hier auf sich? Keine Ahnung. So, ich freue mich gerade jetzt tierisch auf den Speicherpunkt unten. Nicht wegen des Speicherns, sondern wegen des Heilens. Um alle Moves bzw. Zauber und Techniken wieder aufzufüllen. Nein. Gegen euch kämpfe ich nicht. Hab ich keine Lust zu. Halt, hier geht's rüber. So, und da haben wir auch den Orb jetzt bekommen. Und können nochmal speichern. Ich bin echt gespannt, wo wir uns jetzt hin teleportieren können. Aber ich würde sagen, wir gehen erst nochmal zurück nach Dite. Weil wir haben ja jetzt den Teleportationsorb. Und dürfen theoretisch... Oh nein! Hinterhalt. Mistikack. Legen wieder 3 Opel Manta. Fina. Mach was. Na gut, gucken wir mal. Nicht schlecht, nicht schlecht. Beide mit einem Mal weggewämst. Genau, erstmal kämpfen. Hörst du mal auf, du blöder Specht. Wieso ist denn Fena schon wieder dran? So, bleib hier, du Spechtvieh. So, er hat 56 Damage gemacht. Das ist schon heftig. So, 180 Erfahrungspunkte nehmen wir mit. Und da fehlten nur noch 1300. Nein, nur noch 300. Nicht mehr 1300, nur 300. Sehr schön. Flieg weg. Flieg weg, mein Freund. Ich habe keine Lust, gegen dich jetzt hier zu kämpfen. Scheiße. Weg. Wahaha. So, auf zurück nach Dite. Da. Und da schauen wir einmal nach der lieben Sue. Oh, Entschuldigung. So, wo war jetzt die Hütte der Heilerin? Nein, die war... Wo war denn die denn? Da. So, einmal zu Dr. Alma. Mal gucken, was sie sagt. Wir sind zurück, Sue. Also geht es dir jetzt besser? Hey, das hier ist ein Krankenhaus. Würdet ihr bitte etwas leiser sein? Sue hat besorgt auf euch gewartet, Justin. Sie möchte mit dir alleine sprechen. Ja, keine Sorge. Wir haben den Teleportationsorb. Lasst uns alle das Meer der Nixen überqueren. Justin, ich habe beschlossen, keine Abenteuer mehr, bis ich erwachsen bin. Was? Sue, was sagst du da? Hast du dich hier nicht gut erholt? Leidest du noch immer an etwas? Du gewinnst den Punkt nicht. Körperlich hat Sue sich gut erholt.
Aber wenn sie weiter auf Abenteuer geht, wird sie einfach schnell wieder geschwächt sein. Auch wenn ihr sie schon Auch wenn ihr sie schonen würdet, wäre sie am Ende wieder ausgelaugt. Ja, im Moment sieht sie wieder gut aus, aber sie muss immer noch schwach sein. Ja, das stimmt. So wie Dr. Eimer sagte. Wartet mal eine Sekunde, was ist denn mit euch allen los? Sue ist unsere Freundin und Kameradin. Stimmt's nicht, Sue? Dir geht's wieder gut, nicht, Sue? Hä, Sue, hä, Sue? Hallo, Sue, dir geht's wieder gut, oder? Nein, ich habe mich entschieden. Ich gehe nicht auf Abenteurer-Tour. Sue? Okay. So werden wir es machen. Ich bleibe hier bei Sue, bis sie wieder mit uns mitgehen kann. Sue, du sagtest... Justin, du kannst nichts ohne mich machen. Stimmt's? Ich mache auch eine Abenteurerpause. Auf keinen Fall. Oh, Justin, du musst weitermachen. Ich will es so. Okay? Okay? Justin, du bist ein wahrer Abenteurer. Egal, was ich versuche, ich werde nie mit dir mithalten können. Verstehst du das nicht? Justin, es sollte dir klar sein. Aber wir können dich nicht hier einfach alleine lassen. In Dyke glauben wir daran, dass es das Beste ist, wenn die Kranken in ihre Heimatstadt gehen. Nach Parm? Wir benutzen den Teleportationsorb. Was? Was? Diesen Orb. Wir können damit in einem Moment überall hin. Also sollst du ihn benutzen. Nein, wenn ich ihn benutze, wie wollt ihr über das Meer denn nixen? Bist du sicher, Justin? Dieser Orb kann nur einmal benutzt werden, nicht? Ja, das stimmt. Wir können ihn nur einmal benutzen, also für den besten Anlass. Und momentan fällt mir kein besserer Anlass ein, als Sue zu helfen. Justin! Sieh mal, uns wird es gut gehen, okay? Schwierige Überquerung sollte ein Abenteurer erwarten. Und du sagtest, ich sei ein wahrer Abenteurer. Justin, okay, du hast recht. Danke. Okay, lass es uns tun. Okay, also auf zum mysteriösen Dunstberg. Und dann die schwierige Überquerung. Entschuldige, aber ich sollte mich jetzt verabschieden, Sue. Wie? Du kannst mich nicht begleiten? Nun, ich habe da noch eine andere Sache zu erledigen. Wir werden uns wiedersehen, Sue. Ich freue mich darauf, wenn du selbst eine sehr hübsche Dame sein wirst. Oh, da denkt jemand schon weiter. Werde ich sicher. Und dann komme ich dich auf jeden Fall besuchen, Catherine. Wie will sie denn alleine über die Mauer drüber klettern? Justin, ich bitte dich, sie zu begleiten. Ich werde im Gasthof von Dyke warten. Hä? Was? Dachte gerade, dass deine Platte hängen geblieben ist? Du gewinnst den Punkt nicht. Ist auch schon schön übersetzt worden, ja. Ja, naja. Meine Platte hängt manchmal, das ist richtig. So. Nächstes Mal, wenn ich dich sehe, wirst du wohl eine der zuvor erwähnten sehr hübschen Dame sein. Auf jeden Fall, das verspreche ich. Ich werde eine sehr hübsche Dame sein. Als ob sie das in irgendeiner Art und Weise beeinflussen kann. Die kann ja auch eine Knubbelnase und was weiß ich wie aussehen hinterher. Was? Naja. Ach so, wegen dem Su-Su-Su-Su und nochmal Su. Su-Su-Su-Su-Su. Ich sollte wirklich darauf bestehen, dass du im Bett bleibst und ausruhst. Mir geht es gut, Dr. Almer. Ich kann doch wieder blitzüberall hin mit dem Teleportationsorb. Also sorgen Sie sich nicht. Ich wollte auch noch sagen, ich danke Ihnen. Wird sie nicht? Sie wird keine Knubbelnase bekommen? Bist du dir sicher? Naja. Na dann, ich weiß ja schon, durch einen geringfügigen Spoiler, dass wir einen neuen Party-Member bekommen. Ich weiß aber nicht, wie er heißt. Ich weiß nicht, was er kann.
Und ich weiß auch noch nicht, wie ich ihn sprechen werde. Finden wir es heraus. So, auf in die Höhle. Glaube, das fällt ihr echt schwer. Ihr auf jeden Fall. Ja, naja, klar, aber bevor sie halt eben die ganze Zeit so weitermacht und eigentlich nicht kämpfen kann und sollte und was auch immer, sollte sie halt wirklich lieber sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, ne? Irgendwie muss ich an Grandia immer bei... Was? Irgendwie muss ich bei Grandia immer ein wenig an einen alten, eine alte Anime-Serie denken. Ja, es wirkt halt auch so. Es wirkte halt auch bei Elandra schon so, wie so eine Anime-Serie irgendwie, aber... Vielleicht bekommt Sue schiefe Zähne. Boah, das kann natürlich alles sein, ne? Okay, ich denke, ich lege die Kugel hier hin. Also los geht's, Sue. Was ist das? Wow, das ist Palm! Es ist eine ganze Weile her! Ja, das stimmt allerdings. Unglaublich. Man kann wirklich sehen, wohin man gehen... man kann wirklich gehen, wohin man will. So rum. Ich dachte gerade, man kann sehen, wohin man gehen will. Aber gut, zu schnell gelesen. Was mir schwirrt da immer Nadia The Secret of Blue Water im Kopf rum, weil da auch eine abenteuerliche Reise von Kindern... Weißt du, eine abenteuerliche Reise von Kindern gibt. Nadja würde passen. Ach, schön, wieder ein paar Musik zu hören. Ja, es ist lange her, dass wir in Palm waren. Ich weiß nicht, wie viele Wochen. Ich glaube, das ist jetzt Stream Nummer 16 oder 17. Also ist es mindestens ein halbes Jahr her. Nee, nicht ganz. Quatsch. 50 Wochen hat das Jahr. Also Vierteljahr ungefähr. Oder aber Ghibli-Film Laputa, das Schloss im Himmel. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Das stimmt. So, okay. Justin, denk nicht nur an dich und mach Fena keinen Ärger. Verstanden? So, lass mal sehen. Dein Taschentuch hast du wie immer in deiner Tasche. Deine Zahnbürste. So, Justin, du wirst auch ohne mich klarkommen. Justin, Fena, das ist wohl der Moment des Abschieds. Alles Gute, ihr zwei. Aber so, kommst du wirklich allein zurecht? Ich könnte mit dir zurückgehen. Auf keinen Fall! Du hast versprochen, das Abenteuer fortzusetzen. Ich bin bereit. Zu Hause wird Tante Lilly jede Menge für uns kochen. Was, Pui? Puff, wie, puff, die, puff! Ach, den haben wir ja dann auch nicht mehr. Wir haben ja den Pui nicht mehr. Oh. Ja, keine Rara-Heilung mehr. Und ich habe mich so dran gewöhnt. Oh Mann, oh. Oh Mann, oh. So, du tust, als ob alles in Ordnung wäre. Aber ich... Justin, das stimmt überhaupt nicht. Ist schon okay, Sue. Es ist okay, Sue. Sei nicht dumm. Gib dir nicht so viel Mühe. Hä? Ich glaube, du durchschaust mich, Fena. Aber ich wollte nicht, dass du mich weinend in Erinnerung behältst. Wirklich nicht. Mach dir keine Gedanken, Sue. Du musst dich nicht zusammenreißen. Du wolltest zurück nach Palm gehen. Und allein weinen. Stimmt's? Stimmt's? Fina! Immer, ich will bei sein, immer! Oh. Oh. Fina! Kann Justin weiter begleiten, aber ich wünschte, ich könnte auch mitgehen. Das wirst du. Das wirst du. Gerade ihn. Egal, wie weit wir voneinander entfernt sind, im Geiste wirst du die ganze Zeit bei uns sein. Stimmt doch. Oh.
Ich verspreche es dir, Sue. Wir sehen uns wieder. Justin, du und ich werden wieder zusammen sein. Danke, Fena. Du musst mich einfach besuchen. Bis dahin müsst ihr zwei das Abenteuer fortsetzen. Versprochen. Oh. Oh, das ist es. Oh. Ach, guck, guck. Oh. Nun, ihr solltet mich so in Erinnerung behalten, wie ich jetzt bin. Okay, ihr zwei? Wenn ihr euch mich jetzt nicht gut einprägt, werdet ihr mich als schöne Frau nicht mehr erkennen. So. Auf Wiedersehen. Viel Glück. Folge deinem Traum, Justin. Du wirst Angelo finden. So. Danke. Oh. Nicht nur du, Frau Schafi. Nicht nur du hast Pipi in die Augen. Oh. Warum machen die sowas? Warum? Ah. Justin, wir sind hier, um Sue zu verabschieden. Aber es sieht aus, als würde sie uns verabschieden. Ja, ich weiß. Sue. Alles klar, ich überquere das Meer der Nixen. Ich werd's dir zeigen. Versprochen, Sue. Och, lass doch diese Musik einfach noch ein bisschen laufen. Ach, Mann. Ach, Manno. Das finde ich bei dem Spiel so doof, dass sie die Musik immer abbrechen. Ach, Manno. Ach. Na gut, ich habe zum Glück den Soundtrack da. Ich kann mir es nochmal anhören. Ach. Ja, wer hat denn hier Zwiebeln hingestellt? Ihr miesen Schweine. Oh, nee, ey. Ach. Okay, auf zurück nach Dite.